So, Jasmin, du kannst. Was? Na, anmoderieren. Nö. Wolltest du doch machen? Wollte ich gar nicht. Hast du gesagt? Hab ich überhaupt nicht eben gesagt. Komm, eben gerade vor der Aufnahme hast du gesagt, Mensch, unsere Zuschauer, den möchte ich unbedingt als erstes Hallo sagen und die begrüßen. Oh, wir sind keine Freunde. Dann mache ich das eben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder da seid. Alle, die neu dazugekommen sind, natürlich auch. Herzlich willkommen. Alle, die schon länger gucken. Hier, Frank. Oh. Begrüße ich natürlich auch ganz herzlich. So, heute geht's looten. Wird ein bisschen spannender als gestern. Das war eindeutig ein Autounfall mit Fahrerflucht, Jasmin. Es ist gut, dass du deine forstwirtschaftlichen Verhältnisse nachkommst und das arme Tier entsorgt hast, ne? Fachmännisch. Mhm. Hast du dein Fahrrad nicht dabei? Doch. Können wir mal hier in der Kopfkarre gucken, ob da wieder Loot drin ist. Verschlossen. Dietrich kaputt. Zwei habe ich noch. Oh, einen habe ich noch. Jasmin, das wird eine knappe Kiste. Ist ein hartnäckiges Schloss. Ah, ein Glück. Ich habe es geschafft. Geilo. Jasmin, rate mal, wer ein bisschen Schrotflintmunition in 762er hat. Du. Richtig, du nicht. Brauche ich auch nicht. Schieß nicht so gern mit der Schrotflinte. Aber 762er, Jasmin. So, wo ist denn jetzt hier der Hof gewesen, den ich letztes Mal meinte? Ach ja, wir suchen ja immer noch dein mysteriöses Märchenschloss, von dem du einst erzählt hast. Das kennen selbst die Entwickler nicht. So ein Quatsch. Hallo Jasmin! Hopp! Wollte natürlich nicht. Oh! Hast du den Stunt gesehen, Jasmin? Nöp. Ach ja, hier war ja das Haus, ne? Wo wir hin wollten, auch noch. Hier wollten wir doch letztes Mal hin. Das Auto sitzt dezent im Schlagloch fest. Wir wollten wir doch. Sind wir da gar nicht mehr reingegangen? Nee, da waren wir doch voll. Du warst voll, Jasmin. Und dann haben wir doch gesagt, wir kommen nochmal wieder, aber dann war es schon abends. Ja, da haben wir uns richtig an reingebreddert. So, ich steck mal mein Fahrrad ein für den Fall der Fälle. Achso. Hm. Leerer Briefkasten. Hohes Zombie-Aufkommen hier, ne? Ja. Wartest ja auch nicht auf mich, gehst ja schon vor. Nee, ich schmul nur mal durch den Türschlitz. Okay, Jasmin, ich bin am Bücherregal. Southern Farming! Geil. Bogenschießen für Ranger Band 3. Kriegen wir das ohne Waffe hin? Achso. Okay, der Dicke gehört dir, Jasmin. Sehr schönes Ding. Oh, du hast aber eine Führhand, hast du. Du warst mal Tennisspieler, wa? Hm. Ich habe noch einen Kochtopf, da kannst du noch eine Küche bauen. Wir haben Kochtöpfe so viel. Ist ja witzig. Hier steht eine Spülmaschine und da ist auch eine. Hä? Wo? Oh, ich sehe nur eine. Da. Wo? Oh. Hier, hier.
Ja, eine sehe ich. Ja, und hier ist noch ein Geschirrspüler. Hier, genau hier. Hä? Ja. Da war aber eine lange Leitung. Irgendwo kommt. Nee, das warst du. Oh Gott, alter Schwede. Oh mein Gott, oh Gott. Alter, ist der geflogen. Du hast ihn mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Schippen. Achso, hier, die Heizkörper, die können wir auch mit abbauen. Messing. Ich glaube, wir sind auch schon an einem vorbei. Ich gehe nochmal zurück. Oh, schönes Ding hier. Hier ist eine richtig fette Tasche. Betreibst du gerade Fettshaming gegenüber Objekten? Alter. Jo, Alter. Würde cool. Das hat sich sehr hohl angehört, als der Schläger aufgebreitet ist. Aber auch nichts drin. Oh, Jasmin, du musst leise sein, sie schläft. Ich hab sie schlafen gelegt. Hast du sie ins Bett gebracht? Ja, sie hat mir wehgetan. Ja, sie muss über ihre Fehler nachdenken, ne? Dann kann sie gleich in ihr Zimmer gehen. So geht das ja nicht, Erziehung muss sein. Da war auch noch eine Garage, ne? Garage haben wir auch noch. Ja. Wieso bist du denn heute wieder so schreckhaft? Wieso ich? Waren wir immer noch nicht in der Garage, ne? Nee. So. Wir können auch noch nach oben gehen. Lass uns doch erstmal unten die Garage machen. Gut. Ich höre Steps draußen. Hier ist ja nicht mal einer. Aber draußen. Hier da oben ist noch so eine Poppen-Gaskiste. Hier Rohre, ne? Das sind andere Rohre. Nein, da kriegst du Rohre für. Ja. Ich dachte, du warst jetzt auf das Messing aus. Manchmal. Nix. Mein Gehirn funktioniert noch mechanisch. Das muss angekurbelt werden. So, wo wollten wir jetzt hin? Wie die alten Oldtimer. Nach oben. Kitty Cat. Oh, ich gehe hier lang. Du gehst da lang. Ich habe keine Ahnung, wie man nach oben kommt, weil du ja nicht auf mich wartest. Hä? Die Treppe? Du warst doch mit mir hier an der Treppe. Nee, war ich nicht. Links. Ach, ja. Noch mehr Bücher. Scheiße, bist du hier? Hä? Jasmin, was ist passiert? Ey, der Rocker, der hält mir zu viel aus, ey, da. Ich hole mir den Safe. So, was haben wir denn hier? Schöne 762er Munition und ein paar Raketenwerferteile. Nicer Scheiß. Oh, hier geht's nach. Oh Gott.
Mhm. Okay. Noch Fragen? Nö, nee, alles gut, alles gut. Alles ja gut. Ich möchte nicht streiten. Hier geht's noch weiter hoch. Ja, die Tür, die eben verschlossen war, die müssen wir bestimmt rein. Oder hier. So. Bisschen Papier. Ich habe ein bisschen Schießpulver. Bist du oben? Ja. Alter, der war ja links. Oh, hier gibt's richtig viele Bücher. Oder Papier. Oh, ein Traum. Oh, dieses Haus müssen wir uns merken. Das ist ja zum Büchersammeln, ist das ja der Shit. Das ist ja die reinste Bücherei. Grün, grüner I. Ah! Wie sieht der denn aus? Ja. So ein grüner Bubble. Was ist mit ihm los, ey? Weiß nicht. Meinst du, das ist eine Geschlechtskrankheit? Oh, Forge Head. Das ist auch gut. Hätte ich eigentlich dir geben können. Ah. Haben wir alle Bücher schon durch? Nee. Hier kommst du auch noch hinter, ne? Ja, ja, da wollte ich gleich hin. Jetzt geht's noch nach oben. Ey, ist voll das Labyrinth, ey. Ist auch noch eine Tasche. Eine Waffentasche. Stufe 1, Basie. Gibt's dafür Geld? Ja. Boah, das ist ja... ein Träumchen. Kann ich nicht mehr mitnehmen hier. Jasmin, ich habe schon die halbe Bücherei gelesen. Also, wenn jemand gebildet ist, dann ich. Trinken, du hast Katze. Ich kann jetzt 2er Taschenmods herstellen. Das heißt, wenn du welche brauchst, musst du nur sagen, ne? Mhm. Was ist das denn, Aufzug? Alter, hier geht's noch weiter runter. Was ist das für ein Haus, ey? Da oben geht's auch noch weiter. Wie willst du hier runterkommen? Hier oben, überall kannst du lang. Hä? Wie bist du da jetzt hochgekommen? Spring. Sehr gut, Jasmin. Und jetzt über den Schwebebalken. Rückwärtssalto. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Boden hier einstürzt. So, Mode Power. Kann ich hier nicht weitergehen? Du musst dich bücken. Hab ich doch. Komm hier nicht mehr weg. Nirgendwo.
Ich häng fest. Und ich... Ah, jetzt. Danke. Ja, gerne doch, gerne doch. Hier geht's runter, da waren wir aber schon. Ich muss erst mal gucken, ob du ja alles mitgenommen hast. Jetzt will mich hier verurteilen und die Aloe Vera Creme lässt sie liegen. Ich habe doch gesagt, ich konnte die nicht mehr mitnehmen. Ausreden über Ausreden. Und das, wo sie noch ein Fahrrad hat. Ja, ist aber das nicht hier drin. Ist das, meinst du, das ist richtig, dass man hier so runter... Okay, ich bin runter. Ja, man kann ja auch klettern, aber ich weiß nicht, ob das geht jetzt hier an den... An der Kette? Ja. Das würde ich... Das ist ein bisschen hoch, um das auszuprobieren. Bist du jetzt unten? Ja. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ja, ich kann noch ein bisschen einstecken. Wir können ja auch noch aufteilen. Ich will nicht hier runter. Eigentlich. Ja, aber hoch kommst du nicht mehr. Genau, da runter auf das Holzbrett. Ja, warum gehst du nicht hier abbauen? Und jetzt hast du da eine Leiter. Ich will erstmal hier das, den Lehm abbauen. Und den Müll durchsuchen, da ist nämlich Messing meistens drin oder Geld oder... Geld. Ah, der Strom ist aus. Wo ist jetzt hier eine Leiter? Ach so, ey, hä? So. Jasmin? Ich glaube, ich warte besser auf dich. Ja, ich bin auch schon da. Das Loot, ne? Ja. Aber ich, wie gesagt. Schieß! Die zittert. Oh nein, die Arme. Was hat sie denn? Ich glaube, ihr ist kalt. Ich meine, das ist eine Höhle. Hier ist ja ganz schön... Ist schon ein bisschen frisch hier, ne? Jetzt geht's ihr gut. Ich glaube, sie friert, Jasmin. Du solltest ihr eine Decke bringen. Könnten wir vielleicht gleich mal gucken wegen... Wegen Aufteilen? Aufteilen? Ja. Ups. Bist du infiziert? Nö. Möchtest du infiziert werden? Nein. Okay. Falls doch, ich hab Honig. Warte mal, hörst du das? Einer durch. Ja. Okay, dann lass mal aufteilen hier. Lass mal ein Stück höher gehen noch. Hier hin. Dass nichts runterfallen kann. So. Also, ich bin im stolzen Besitz vom roten Tee. Mm-mm. Pfeilspitzen. Nee. Schrotflintenpatronen. Nee. Machetenteile. Nein. Bier. Nein. Messingheizkörper. Ja, hab ich. Hier gebe ich dir. Zum Bruchsand. Habe ich. Stein. Brauche ich selber. Maissamen. Habe ich einen. Ja, gebe ich dir. Ja, ja, immer her damit. Ich bin ja nur 9 überladen. Papier. Eisen? Achso, nee, Papier habe ich nicht. Eisen. Ja, warte. Plastik. Was hast du jetzt noch? Blei. Habe ich nicht. Kochtopf. Habe ich auch nicht. Wunderschön verrottetes Fleisch. Habe ich. Ein paar hübsche Damenstiefel vielleicht? Nee, ich habe aber so eine komische Lederkapuze. Nee, die habe ich nicht. Nägel? Habe ich. Hier hast du von mir 1 Nägel. So geil, wie das immer auf deinen Kopf fällt.
Stofffetzen. Schraubenfeder. Juckersamen. Ja. Benzin. Kurzes Eisenrohr. Ja, habe ich. Möchtest du mir noch was geben? Ich bin jetzt 5 überladen. Ich habe noch, ich kann dir sagen, was ich habe. Ja. Dann sind wir fast durch. Ich bin noch im Besitz von Raketenwerferteilen. Nein. Okay, ich bin im Besitz von Schockstabteilen. Oh, sowas habe ich nicht. Ich bin stolzer Sammler von 17 Knochen. Nee. 34 Schießpulver. Möchtest du 47 Messing begutachten? Nee, ich habe ja kein Messing. Doch, ich habe Messing. Willst du Messing haben? Ja, gib her. Ja. Dann habe ich noch Honig. Habe ich auch. Willst du haben oder geben? Ich mir geben. Wo habe ich den überhaupt her? Den habe ich bestimmt gefunden im Müll. Aloe Vera Creme. Hast du aber nicht, sonst hättest du die ja mitnehmen können. Ja, richtig. Nitratpulver. Samen. Nee, oh, ich muss auf Klo. Heidelbeersamen. Nee, ist okay, ich bin nicht mehr überladen, aber ich muss mal einmal auf Klo. Messbecher. Nimm doch das Headset mit, dann können wir uns weiter unterhalten. Es geht doch nichts über ein bisschen Privatsphäre, oder? Ein bisschen Smalltalk auf der Toilette. Ja, ja. Auf Partys und Diskos immer zu zweit auf Toilette gehen, ne? Aber uns nicht dran teilhaben lassen an der Sitzung. Das ist so frech. Wir hätten so schön schnacken können. Bin mir auch sicher. Ja, ja, ich habe alles gehört. Ich habe ZZ auf. Was hast du gemacht? Hast du beim Laufen schon angefangen zu pinkeln, dass das so schnell ging? Du bist gar nicht bis zur Toilette gelaufen, ne? So möchtest 5 Meter du nachher sauber machen? 5 Meter davor einfach rübergeschossen. Er lässt mich hier einfach alleine stehen, oder was? Es ist doch keiner da. Echt jetzt? Ich pass mal auf dich hier. Wo kommt denn die her? Es geht ja darum, dass ich weiß, wo du bist, du Eumel, ey. Habe ich mich aber. Ich dachte, es wäre keiner mehr da. Ich habe falsch gedacht, Mensch, da war es aber in falsche Sicherheit gewogen, wa? Bei dir sowieso. War ich, pass doch auf dich, Jasmin. Ich würde dir doch keine Gefahr aussetzen. Dir doch keine Gefahr aussetzen. Naja, das ist schon richtig. Oh, hier brennt's. Alarm! Das, wenn ich dagegen schieße? Alarm! Ja, wir können es nicht abbauen, weil sonst brennen wir. Wie kann man denn das ausmachen eigentlich? Da musst du doch einen Trick für geben. Da kommt wer. Jasmin, bitte. Hä? Wieso kommen die denn jetzt nicht? Wo? Hä? Die versuchen sich durch die Wand zu kloppen. Sind die doof? Ja. So. Okay. Hä? Ah, jetzt. Ich bräuchte mal ein bisschen. Ja. Danke. Ja, Jasmin. Sprich dich aus. Ja, ich krieg das Feuer nicht weg, aber ich bin der Meinung, wenn wir weit genug hier rechts gehen. Nein. Ich spürne. Ich brenne, Jasmin. Ja, wieso kann ich denn nicht weg? Geh doch weg vom Feuer! Ich nicht! Spring! Du hängst in der Holzkohle. Ich befreie dich. Ich brenne. Brauchst du Aloe Vera Creme? Alter, er sagt, ich soll weggehen. Du bist richtig schlau, Patrick. Danke für diesen Tipp. Geil. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass er weggehen muss. Dass du da nicht alleine drauf gekommen bist, das verstehe ich nicht. Ja, echt, also... Wahnsinn, danke. Hey, manchmal du. Ja, ich helfe, wo ich kann, ne? Also, wenn du Unterstützung brauchst. Ey, denk doch, ich bleib da mit Absicht stehen, ey. Hey, hier ist das Holz schon wieder gespawnt. Warte, ich nehme das mal weg. Nein, das lag eben schon die ganze Zeit.
Du brennst schon wieder. Ja, ich... Wie kommt man denn da durch? Man kann es ja auch nicht abbauen. Ja, das gleiche habe ich auch schon. Du hast dich einfach wieder selbst entzündet. Dasselbe habe ich auch schon versucht. Ja. Ah! Geh weg, Alter, sonst bremst du Brejo wieder. Das ist doch. Dass man sich auch in der Ecke nicht runter durchbücken kann, ne? Taffes Mädchen. Hast du dich gebückt oder bist du gelaufen? Ich bin einfach durchgegangen. Aua, 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 aua. Hier kommen noch mehr, ey. Aber die müssen doch irgendwie weggehen. Ja, ich... Also, muss eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier immer durch das Feuer laufen. Vielleicht mit einer, mit einem Anzug oder so? Hier ist nur eine Treppe runter. Ja, aber ich nehme doch nicht zum Looten hier jedes Mal so ein... Ich guck nur mal kurz, wie es unten aussieht. Vielleicht hilft uns das weiter. Komm mal hier mit her. Vielleicht kommen wir ja hier weiter. Ja, aber ich wäre da auch gerne weitergegangen. Ja, vielleicht kommen wir da wieder hoch. Naja, aber... Warum... eine Batterie? Ja, die konnte ich nicht mehr mitnehmen. Ich muss mal was trinken. Hat dich das in Flammen stehen durstig gemacht? Hier ist ganz viel Benzin noch. Ja, ich sammle hier auch gerade. Hier ist nur eine verschlossene Tür. Hier ist noch Batteriesäure und Testosteronextrakt. Und Kleber. Ich kann aber nichts mitnehmen von dem, was da liegt. Pilzsporen. Also irgendwie habe ich mir diese Loot-Tour hierher anders vorgestellt. Wie denn? Einfacher. Aber wie kann man dieses Feuer ausmachen? Gibt es hier vielleicht einen Hebel, den man umlegen kann oder so? Ich habe irgendwas aktiviert. Ja, da waren so Knöpfe, ne? Ja. Ich glaube, es brennt nicht mehr. Hier doch. Oben brennt es noch, ja. Ja. Aber was habe ich aktiviert? Es war jetzt auch nur der eine Knopf, ne? Das kannst du mal Eisen hier nehmen? Kurz? Also. Das, ja. Und ich bin der Meinung, der hat oben etwas aktiviert. Das wollte ich auch gerade. Nee. Okay, ja, gut.
Nee, ich wollte mit der Hand. Achso. Ich dachte vielleicht irgendwas drehen oder so. Aber was habe ich... Hier, die Tür. Unten? Wo ja, jetzt leuchtet es rot. Ja, jetzt leuchtet es rot. Nee, das hat vorher schon rot geleuchtet. Nee, vorher nicht. Oben ist jetzt ein Gitter auf. Da können wir jetzt weiter. Sollen wir oben mal durchgucken? So. Irgendwie muss man das doch rauskriegen, oder? Ich habe keine. Ich hänge hier fest. Hier jetzt oder? Links. Die Tür, ja. Hier ist ein Tunnel. Hier sind überall welche. Oh Gott. Welcher Weg ist der richtige? Keiner am besten. Ich bin mal den rechten Tunnel rein, nur mal um zu gucken. Ja, kann. Okay, der ist eine Sackgasse und hier ist nur... Ist das Feuer aus? Ist so ruhig? Nee. Nee, nicht. Wofür ist das gut, dass ich hier die Türen aufmache? Oh. Was bist du denn jetzt? Wie bist du da jetzt reingekommen? Der linke Tunnel. Ein Glück haben wir Knarren. Aber ich weiß. Na, mein Freund, war dir das so unbequem oder was? Schiss, dass wenn ich die hier kaputt mache, dann auch wieder was rauskommt. Wenn du den mittleren Tunnel gehst, ganz weit an eine Wand gehen. Was willst du denn da jetzt? Ich suche einen Weg nach draußen. Hier ist eine Treppe. Ja, aber unten ist Wasser. Ist das Wasser oder Säure? Aber wofür die Treppe? Um wieder hier rauszukommen, denke ich. Warte mal. Ich habe irgendwas aktiviert. Aber was? Ich hätte mal lesen sollen, bevor ich hier mal irgendwas mache. Na, da steht ja nur aktiviere Schalter. So, hier ist auch noch eine rote Lampe, hier ist eine grüne Lampe. Du hast das grüne Rohr aktiviert. Hier ist das Feuer aus. Ja, dann sind das die Dinger gewesen. Mei, oh mei, ey. Hier sind wir gut. Ich will da nicht runter. Ja. Hier kann man auch noch rein. Ach, das ist ja da, wo wir eben waren, ne? Aber wieso ging da eine Treppe? Wo bist du denn jetzt? Ich bin unten. Ich nehme einmal hier das ganze Benzin mit. Ist auch keiner, ne? Kommen das schon gleich alle. Da ist noch ein Fahrstuhl. Ja, das ist doch der von vorhin. Hier sind Patronenhülsen, Geschossspitzen. Ah, oh, scheiße, ey. Ja.
können wir nochmal irgendwie... Da waren wir schon. Kannst du noch irgendwas mitnehmen? Hier, ich mach die Klamotten. Blei hattest du, ne? Ja, ich kann auch die Klamotten klein machen, das ist kein Problem. Ja, aber Blei hattest du ja eh. Ja, ja. Hier? Das nehme ich nicht. Das liegt auf dem Boden, gib's mir in der Hand. Ich habe auch meine Würde. Was hattest du noch? So, Pfeile, Wasser, Schrotflintenpatronen, Bier, 7,62er Munition, Steine. Was für eine Pfeile? Mais, Steinpfeile. Maissamen, Papier, Eisen, Plastik, Blei, Kochtopf, Benzin, Kohle, Schraubenfeder, Lappen, Bruchsand, kurzes Rohr, ja, hier. Leder. Bruchsand. So, jetzt bin ich wieder voll. Gut. Was ist hier noch? Aber wie kriegen wir den Fahrstuhl nach unten? Wo ist der? Ja, hier kann man hoch. Aber wofür ist das gut? Also was bringt mir das hier oben? Keine Ahnung. Gibt es hier noch irgendwas, was man aktivieren muss, kann oder sollte? Wo? Oh. Warum? Was denn? Ich habe hier Gas aktiviert. Warum? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich stand fast drauf. Da wurde mir aber gerade ganz warm am Hintern, du. Da habe ich mir fast meine zärtlichen Pobacken verbrannt. Stopp, Jasmin, stopp, stopp. I. Ja. Links sind auch welche. Warte. Erst diesen ekligen. Eins. Ja, warte, ich schieße auf diesen anderen, der ist schneller. Drei. Jetzt muss ich auch noch laden, ey! Puh. Boah, was ein Action da! Und wir haben es geschafft. Geil. Ja, aber jetzt sind wir wieder an diesem Raum, wo wir eh schon waren. Können wir jetzt hier noch was aktivieren? Hey. Was ist das hier? Was ist das hier? Na, bestimmt da lang. Oh. Ich würde sagen, bedien dich. Hier ist haufenweise Kram drin, den du einstecken solltest. Ja, das ist lustig. Ich kann fast gar nichts mehr mitnehmen. Naja, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Wir stecken erstmal ein, was geht, und dann gucken wir. Ja, ich kann nichts mehr einstecken. Oh, das gibt Geld. Okay. Ich sortiere mal ein bisschen aus. Die Heidelbeersamen weg. Oder nee, Lehm weg. Lehm kriege ich immer. Dafür nehme ich das mit. Dann gucken wir hier einmal weiter. Knochen weg. Das mit. So. Jetzt noch Öl in dem anderen. Kann ich nicht mitnehmen. Oh, jetzt habe ich. Was habe ich denn jetzt hier eingesteckt? Irgendwas lag da gerade. Keine Ahnung. Eieieiei. Jasmin. Okay, ich kann nichts mehr mitnehmen. Aber ich will mal gucken, ich gehe mal hier die Leiter hoch. Wenn das draußen ist, stelle ich da mein Fahrrad hin, dann kann ich ein paar Sachen umpacken.
Hehe. So, ich bin draußen. Ich werde mal ein bisschen umdisponieren hier. Dann können wir den Rest auch noch mitnehmen. Da, 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 da. Wo bist du jetzt? Draußen. Vorsicht, Jasmin! Hau, hau, hau! Ich komme den Schornstein hinunter. So, da kann man. Bin noch eingeschlafen. So, und damit haben wir alles eingesteckt, wa? Fliege, ey. Nervt. Wie lange ist denn die Treppe hier, ey? Schwimmst du nach oben? Ja. War cool gemacht. Waren wir jetzt hier überall drin, ne? Ja, na sicher. Gut. Schönes Paradies hier, ey. Ganz schönes Labyrinth da unten. Ja. Es muss irgend so ein Verrückter gewesen sein, der sich gedacht hat, Mensch, ich baue hier mal ein Haus und da... in die Richtung. Oh, wir haben heute Blutmond, ey. Oh ja. Mhm. Wir sollten vielleicht noch ein paar Vorkehrungen treffen. Ja, wir brauchen Kohle. Ja. Schießpulver. Hier ist nur Blei. Nitrat, Stein. Hier. Noch mehr Stein. Mhm. Hast du Kohle? Ja, habe ich doch gesagt, hier. Achso, da habe ich nicht, habe ich nicht so vernommen. Wie viel Kohle hast du jetzt schon in der Tasche? 230. Oh, ich habe nur 220. Ah, ich habe halt wenig Ausdauer. Ich habe wenig Kohle, ich habe nur 540. So. Kohle brauchen wir ja in Massen, ne? Grillkohle, Holzkohle, Steinkohle, Kohle, Kohle, Geld. Ah, von nix haben wir hier noch. Von nix haben wir hier noch. Wie lange sind wir jetzt schon? Nicht lang genug, hör auf zu nerven. Müsste mal gesagt werden. So, hier nochmal ein bisschen. So, ich nehme jetzt hier nur 1-3 Kohle mit, ne? Mhm. Und dann radel ich erstmal Häme. So, ich habe jetzt 1300 und Kohle. Aber ist auch nicht so weit von uns entfernt. Da können wir so eine richtige Mine mal hinstellen. Oh ja, mit richtigen Eingang und Treppe und so. Das wäre geil. Ich glaube, das baue ich nebenbei. Genau. Du kriegst dein Haus nicht fertig und willst das auch noch bauen. Ja, das geht ja einfach. Das ist ja nur so eine kleine Aufbaute. Ne? Mach ich ja. Mhm. Du bist zu negativ, Jasmin. Jasmin. Och Mann. So, trautes Heim, Glück im Schwein, sag ich immer, nicht? Die ganzen Klimbims erstmal wieder auspacken. Oh. Weißt du, was geil wäre, wenn es so eine Taste gäbe? Du kommst zu Hause rein und so alle Kisten im Umkreis von 40 Metern oder 10 Metern sortiert sich das automatisch ein. Das wäre geil. So. Ja.
Jetzt habe ich meinen Stein aussortiert. Ah. Oh, schade, Schokolade, du. Naja, kannst nichts machen, ne? Manchmal ist das so. Mein Gott. Ja, bitte. Sprich zu mir. Wie kann ich dir helfen? Ah, jetzt habe ich nicht mal mehr Holz in der Tasche. Ich habe alles abgelegt. Oh. Danke, Jasmin. Danke dafür. Wo hast du es abgelegt? In der Kiste. Wieso ich? Ich dafür. Was du dafür kannst? Absolut gar nichts, aber irgendwer muss ja Schuld haben. Mhm. Da tust du noch so, als wäre ich schuld. Was ist mit meinen Augen gerade? Mich kitzelt was in der Nase. Messbecher, Messbecher, Messbecher. Das unten höchstens das Bier, das könnte ich nur auspacken. So, noch ein paar Waffenteilchen. So, und Messbecher. Den hatten wir auch hier unten, ne? Mein Gott, ey. Da haben wir 6 Stück schon von. Blöde hier. 6 Messbecher. Bin ich jetzt? Ja. So, dann haben wir eine Dreiviertelstunde wieder voll, waren im Labyrinth unterwegs. Heute habe ich gar nicht so viel Kacke gelabert, ne? Ich sollte mal zum Arzt gehen. Nicht, dass der Psychologe noch denkt, er hat irgendwann nichts mehr zu tun. Naja, wäre nicht in Ordnung. So, jeder braucht einen an dem Marmel. Cool, ja, das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst gerne mal ein Like da. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.